I'm gonna ride, I'm riding free. So come on, let's go along, come on, let's journey with me. Willkommen zurück bei Let's Play Star Stable Online. Heute werden wir versuchen... Heute werden wir versuchen, die Ertefeld-Provinz freizuschalten hier, um zum Jorvik-Stall zu kommen, in der Hoffnung, dass wir vielleicht doch noch dieses Freundschaftsrennen schaffen. Eventuell. Nein! Mein Schatz! Link, wo bist du? Ja, ich stehe hier so rum, aber ich spiele gerade gleich Royal und ich verliere Haus hoch. Scheiße. Alter, übertreib doch mal. Leute, kleine Kinder, Käsekuchen. Ist so. Ich hab verloren. Ach, nein. Ja, da kannst du trotzdem Käsekuchen sagen, du Käsekuchenstück. Oh, da ist Sophia. Was? Ja, da war eine, die hieß Sophia. Gibt noch einen Song, der heißt Sophia. Liebe Sophia. Ja, aber das wird anders geschrieben. Und da geht es um die Stadt. In Bulgarien? Link, come on, nein. Unsere Pferde kuscheln. Ich stehe doch neben dir. In dir. Ja, also ich meine, du sollst, wie nennt man das Gegenteil von AFK? Halt anwesend sein. Und mitkommen. Back. Ja, genau. Come back und, Ja, Sekunde. Sogar einen Pusher bei meinem Kampf hier. Ja, sonst bist du das. Kann auch sein, dass es einer von dem Gegner ist, ne? Ja, ich weiß nicht, wer den anfeuert, weil der hat noch nicht angefangen. Na gut, dann reite ich ohne dich schon mal da hoch. Du weißt ja, wo die Brücke ist, ne? Welche Brücke? Die, wo du Sterne gefunden hast. Da, die bei euch noch Schrott ist und bei mir schon ganz. Genau, die kaputte Brücke. Das kann sein, ich wette, dass es heute wieder so lange dauern wird, dass ich das zerschnibbeln kann in 100 Folgen. Kenn ich! Ich habe jetzt letztens die Quest von Pandoria aufgenommen und die muss ich auch in 150.000 Teile zerstückeln, weil ich 2 Stunden am Stück aufgenommen habe. Ja, ich habe das gesehen. Ich wollte mich schon bei dir beschwert haben, warum du so lange nichts hochgeladen hattest und in dem Moment hast du dann 2 Videos hochgeladen, mitten in der Nacht. Ich habe die beide die Nacht noch gesehen um 3 Uhr. Das ist gut. Hallo Brücke, hier war doch irgendwo ein Quest. Ne, genau der da. Das dauert jetzt, bis du nach zur Ertefeld-Provinz kommst, ne? Weil du musst jetzt erstmal die Brücke reparieren. Ich muss mal erstmal meine allgemeine Lautstärke ein bisschen runterstellen. Das brüllt mir hier nämlich gerade voll in die Ohren. Baumeister Donald. Halt! Stopp! Du kannst nicht über die Brücke reiten. Ja, das habe ich schon gemerkt. Warte mal. Könnt ihr mal kurz leise sein? Ja. Nein. Ah doch. Ich dachte irgendwie gerade, ich hätte gar keinen Ton in dem Spiel, aber ihr redet einfach nur so laut, dass ich ihn nicht höre. Gut, dass ich dich aufhalten konnte. Das hätte richtig schief gehen können. Bist du auf dem Weg in die Erntefeld-Provinz? Leider ist das gerade nicht möglich. Wieso? Ich habe gute und schlechte Nachrichten. Die schlechte Nachricht ist, dass die Brücke kaputt ist. Der letzte Wind hat sie vollkommen zerstört. Das Eis hat die Brücke morsch gemacht und große Teile sind herausgebrochen. Die gute Nachricht ist, dass ich hier bin, um die Brücke zu reparieren. Bald wirst du die Brücke also überqueren können. Ich bin Baumeister Donald. Wer bist du? Schön, dich kennenzulernen, Elva. Wie lange es dauern wird? Ja, also um ehrlich zu sein, kann das schon ein wenig dauern. Toll. Ist ja nicht so, als hätten wir Zeitdruck. Ich wusste nicht, dass die Brücke so hoch ist. Ich habe große Probleme mit der Höhe, musst du wissen. Die Schäden der Brücke zu inspizieren fällt mir also nicht leicht. Kannst du das machen? Wie nett von dir. Reite los und berichte mir das dann, wie schwer die Schäden wirklich sind. Klar, Brückenbaumeisterin bin ich jetzt auch noch. Weißt du, wie viele Jobs ich hier mittlerweile angenommen habe? Sehr viele. Und wir können die alle in der Luft reiten. Ich will das auch. Weil die Brücke schon repariert haben. Ja, aber die eine, die steht einfach so genau auf der Höhe, so wie ich. Und die anderen, die schweben alle über mir. Und ich frage mich, warum schweben die da oben und reiten nicht einfach über die Brücke? Das Lustige ist, du wirst den wiedersehen. Inspizieren. 2 von 4. Das heißt nicht wirklich oder? Ja,
Du wirst diesen Baumeister wirst du irgendwann wiedersehen. Okay. Ich sage nur Epona. Ey, spoiler man nicht hier. Zelda, siehst du denn wieder? Inspizieren. Ein Weg über das Wasser, Anforderungen erfüllt. Ey, die Brücke ist kaputt, du kannst da nicht drüber reiten, Vanessa. Boah, ey. Wenn die das wegmachen würden, würde ich da glatt drüber springen. Wie sieht's aus? Ei, 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 du scheinst eine Menge Arbeit. Das scheint eine Menge Arbeit zu sein, nicht ich. Ups. Fehlende Bretter, Balken, die befestigt werden müssen, Schuhen, die verrottet sind und dann wackelt auch noch alles. Hast du etwa gerade das Schiffswort gesagt? Ja. Also ehrlich. Wie soll ich das nur machen? Wo ich mich doch nicht einmal auf die Brücke traue. Du willst helfen? Oh, danke, wie nett von dir. Klar helfe ich, klar. Okay, dann wollen wir mal anfangen. Das heißt, du machst die ganze Arbeit, ist dir klar, ne? Ja, ist immer so. Hilfst du mir? Oh, danke. Das ist aber nett, dass du alles für mich erledigt hast. Wenn wir die Brücke reparieren, dann kann ich auch endlich nach Hause, nach Jarlaheim. Ich war seit letztem Winter nicht mehr zu Hause. Warum ich nicht die Fähre genommen habe? Ach, ich habe Angst vor Booten. Ey, wovor hast du eigentlich keine Angst? Tiefe Gewässer sind auch nicht meine Spezialität. Gut, dass ich hier eine Dusche habe. Ich hätte mich nie in eine Badewanne getraut. Echt jetzt? Jetzt wollen wir doch die Brücke reparieren. Gucken wir uns doch mal den Plan der Brücke an. Dann wissen wir, wie sie gebaut wurde. Gute Idee, oder? Findest du auch gut? Warum fragst du mich? Ich bin nicht dein Chef, ja? Wie der glaubt, dass ich als, ja, quasi gerade dahergekommene schon mehr Ahnung habe als er. Es ist aber grundsätzlich so, weißt du, egal, wen du in Jorvik triffst, ja, kannst du mal das für das und das und das für mich machen und mir dabei helfen und im Endeffekt machst du alles. Ja, wäre auch langweilig, wenn nicht so, ne? Schau nach, ob du in meinem Lastwagen finden kannst. Ihn in meinem Lastwagen finden kannst, Silber. Ich weiß nicht genau, wo er ist, aber irgendwo wird er schon sein. Komm dann zu mir und beginne mit der Reparatur. Beginne mit der Reparatur. Los, mach. Traut er sich überhaupt in diesen Laster rein? Du hast nichts Interessantes gefunden. Nein. Sad life. Okay, aber zu ihm kann ich auch nicht wieder. Echt jetzt, ich soll in den Reifen nachgucken, ob da der Plan ist. Alles klar. Voll der Trecker, ey. Ich bin am schönsten Ort von Jorvik. Ich bin in Südhof. Echt jetzt? Hier hinten wird das sein. Wetten? Ein Plan, mit dem man arbeiten kann. Anforderungen erfüllt. Spoiler, er ist hinten am rechten Rad. Spaß, ich glaube, er ist da, wo man zuletzt guckt. Ja, grundsätzlich. Hast du den Plan gefunden? Hast du? Gut, dann fangen wir jetzt an. Okay, hier kannst du den Fortschritt der Reparatur der Brücke begutachten. Wenn der Stapel voll ist, ist die Brücke fertig. Viel Erfolg. Dann schauen wir uns diesen Plan mal an. Was glaubst du, Ilva? Wo sollen wir anfangen? Mit dem Brückenboden? Ja, das hört sich gut an. Wenn es keinen Boden gibt, dann kann man auch nicht in die Erdfeldprovinz gelangen. Okay, ich habe gute und schlechte Nachrichten. Hey, schlechte Nachricht ist, dass ich die Bretter vergessen habe. Darf ich die holen? Lass mich raten. Oder eigentlich habe ich sie nicht vergessen, aber sie lagen doch oben hoch oben im Regal, dass ich mich nicht auf die Leiter getraut habe. Die gute Nachricht ist, dass ich alle Maschinen habe, um eigene Bretter zu machen. Gut, oder? Sie standen im Lager auf dem Boden, also habe ich die einfach mitgenommen. Sägemaschine, Hobelmaschine und Imprägniermaschine. Alles im Lastwagen. Sie sind noch nicht montiert. Nimm diese Werkzeugkiste und montiere die Maschinen. Komm dann zu mir zurück. Und dafür kriege ich nur 10 Ocken. Dafür, dass ich deinen scheiß Job mache? Bin gleich wieder da. Ja. Spoiler. Du wirst weniger Zeit brauchen, als ich es damals gebraucht habe. Okay. Weil Star Stable es nämlich so gemacht hat, dass du jetzt weniger Material brauchst, um die Brücke fertig zu machen, weil sich viele darüber beschwert haben. Daraufhin aber, als sie dann das gesagt haben, haben sich viele darüber beschwert, dass wir auch so lange gebraucht haben und dass die anderen bitte auch so lange brauchen sollen. Okay. Ja, ich kann das hier nicht gut benutzen. Ne? Das funktioniert nicht. Ach, lass mich raten, ich muss absteigen. Aha. Das ist gut möglich. Montieren. Kaboom! Eine Maschine. Ein Ding. Ein Ding. Ein etwas. Montieren die Klappe, die zweite. Noch so ein Ding.
Und noch so ein Ding. Okay, das erkenne ich. Das ist eine Säge. Das hier sieht aus wie so ein Fließband, Rollband-Ding und das ist ein Ofen oder so. Hab alles gebaut. Das ist gut. Ja, ne? Gut gemacht, Ilva. Jetzt sind die Maschinen fertig und wir können die Bretter für die Brücke machen. Freu. Gut, dann können wir jetzt anfangen, Ilva. Ich kann schon fast den Duft von Jarlaheims Hafen riechen. Auf zur Arbeit. Jetzt brauchen wir nur noch Baumstämme, aus denen wir Bretter machen können. Wo ich Baumstämme habe? Ich glaube, die habe ich vergessen. You don't say. Weißt du, wo es in der Nähe gute Baumstämme gibt, Ilva? Beim verlassenen Garten auf dem Weg nach Moorland liegt... Garten? Gibt es solche Baumstämme? Hört sich gut an. Was für ein verlassener Garten? aber sie müssen auch von guter Qualität sein. Hol mir mal so einen Stamm, sodass ich ihn inspizieren kann, Ilva. Die mal mit ihrem Inspizieren und sagen nicht einfach anglupschen. Was ist an anglupschen so verkehrt? Das Glupschen. Oh, Schesel, Diesel. Hui. Oh, da war noch einer der Sterne, oder? Schesel, ah. Ja, das ist ein netteres Wort. Diese Holzstämme kommen jetzt zum Einsatz. Die habe ich schon öfter gesehen, ja. Langsam. Wie dieses eine Holzding da jetzt richtig schön drauf liegt, ne? Ist klar. Ach du liebe Zeit, du belädst dein Pferd mit dem Stamm. Das müsstet ihr mal sehen, ey, wie das aussieht. Oh mein Gott. Gold Pumpkin, was hast du da? Hat der einen Stamm auf dem Arsch? Ja. Klar, und der fällt auch überhaupt nicht runter oder irgendwas. Das hält. Mein Pferd hatte dieses Jahr keinen Tannenbaum auf dem Hintern. Was? Ja, weil Star Stable doch das letzte Jahr, also letztes Jahr hatten die doch die alten Weihnachtsquests rausgenommen und da musst du auch einen Weihnachtsbaum besorgen gehen für Silverglade. Oh, wie süß. Und dann hast du einen Weihnachtsbaum auf dem Hintern deines Pferdes und das hatten wir dieses Jahr halt nicht, weil die ja halt die Quest rausgenommen haben. Okay. Dieser Stamm sieht sehr gut aus. Lass mich ihn etwas genauer inspizieren. Daraus wird man gute Bretter machen können. Genau den brauche ich. Die Handbremse meines LKWs ist ganz schlecht, wenn du verstehst, was ich meine. Wenn ich den vor die Räder meines Wagens lege, dann kann er nicht mehr einfach wegrollen. Wie auch immer, gut gemacht. Was? Aber ich dachte, dass der ist für die Bretter, für die Brücke. Nein. Echt jetzt? Irgendwie funktioniert das Star Stable Video. Intro bei mir nicht. Okay, ich kann es ja nachher nochmal senden. Ich glaube, die Datei ist zu groß, dann kann der das irgendwie nicht richtig downloaden. Ja, sonst muss ich das zur Not auf den Stick ziehen. Okay. Hallo Ilva, benutze die imprägnierten Bretter, um die Brücke zu reparieren. Wir brauchen erst Boden unter den Füßen, bevor wir den nächsten Schritt weitermachen können. Ah, ich rieche schon den Wald des Grüntals. Du kannst dir gerne meine Maschine leihen, um mehr Bretter herzustellen, aber immer nur einmal am Tag? Die Maschinen sind alt und dürfen nicht überfordert werden. Wenn du nicht warten willst, kannst du auch fertige Bretter bei Billy Bulldozer auf der GED-Baustelle in Moorland kaufen. Lass mich raten, die kosten Starcoins. Nein, ich glaube, die kosten Jovik-Schillinge. Dann wollen wir mal Bretter für die Brücke herstellen, Ilva. Lass dich nicht vom Vorgang einschüchtern. Du wirst das ganz toll machen. Zuerst brauchst du einen Stamm. Also hol einen bei der verlassenen Farm. Danach kannst du die Maschine dazu benutzen, Bretter herzustellen. Du musst die Maschine in der richtigen Reihenfolge benutzen. Zuerst die Sägemaschine, dann die Hobelmaschine und dann die Imprägniermaschine. Verstehst du gut? Viel Glück, wende dich an mich, wenn du noch Fragen haben solltest. Weißt du jetzt, warum wir so lange gebraucht haben? Habe ich schon Freunde, die mit denen ich das Spiel spielen kann? Jetzt kann ich mit denen das Freundschaftsrennen nicht machen. Wie arm bin ich denn bitte? Ey, du musst absteigen. Ja, aber dann hat mein Pferd den ja immer noch auf dem Hintern, oder nicht? Ja, ist doch egal. Ich glaube nicht, dass mein Pferd zersäbelt wird. Ach, ich habe auch nur 3 Pferde verloren. Was? Vielleicht werden sie dann zu Untoten werden, das wäre cool.
Okay, Hobelmaschine, mach mal was. Ja, die kriegst du nur zu Halloween, tut mir leid. Ah, ja. Und dann musst, dann musst du 25 Starcoins für 15 Minuten investieren. Ist toll, ne? Nö. Doch kein Ofen. Säure. Was zum Teufel? Okay. Ich will das Brett nicht anfassen. Das lag in Säure. Nein, ist nur irgend so ein grüner Glibber. Kannst du ruhig anfassen. Vom Baum zum Brett. Lass mich mal sehen, Ilva. Dieses Brett ist fantastisch. Du kannst wirklich gut mit der Maschine umgehen. Wir müssen die Maschinen ein wenig ruhen. Sie sind sehr alt und halb verrostet. Ich möchte nicht, dass sie überlastet werden. Falls du nicht warten willst, ja, wissen wir schon. Du kannst die prägnierten Bretter benutzen, um die Brücke zu reparieren. Finde einfach eine gute Stelle, wo du sie platzieren kannst. Ach, ich mach das jetzt. Ja, klar. Was? Warum? Nein, hallo. Wie viel habe ich denn jetzt? Jetzt habe ich 5. Ich mag nicht mehr. Dann lass es. Nein. Glaub mir, du wirst irgendwann nachvollziehen können, warum ich dieses Rennen hasse. Es gibt genau 2 Rennen in Star Stable, die ich auf den Tod nicht ausstehen kann. Reparieren. Das eine ist hier in New Hillcrest und das andere ist im Grüntal. Bei dem Rennen könnte ich auch ausrasten. Das ist für mich kein richtiges Rennen. Das ist einfach nur Versuch, einfach, dass dein Pferd dich nicht die Beine bricht. Klasse. Ach Gott, das wird noch viel brauchen, noch sehr viel. Hallo? Was so? Alles klar. Time for me to leave. Nein! Boah, ich bin sauer. Ich habe hier 4 verdammte Bretter der Länge nach hingelegt. Ne, dann lege ich das 5. hin, gehen die 4 wieder weg. Okay. Mhm. Du mich auch. Was man nicht alles macht, um in neue Gebiete von Star Stable vorzudringen. Ja, ich freue mich. Ich habe irgendwie voll Bock auf Pudding oder so. Oh, ich auch. Du hast also schon Bretter ausgelegt. Das ist super. Dann können wir jetzt mit den nächsten Schritten weitermachen. Wir müssen zusehen, dass die Balken, die die Brücke oben halten, auch ordentlich befestigt sind. Dafür brauchen wir massenhaft Nägel. Die gute Nachricht ist, dass die massenhaft Nägel auf der Ladefläche meines LKWs hatte. Die schlechte Nachricht ist, dass sie heruntergefallen sind, weil der Boden so uneben war. Ich glaube, wir können die Nägel jedoch ganz schnell einsammeln. Danach können wir die Balken zusammennageln oder vielleicht machst du das? Klar. Ich glaube nicht, dass ich mich so weit auf die Brücke hinaus traue. Reite bis zum Moorlandstall und sammle alle Nägel. Bis zum Moorlandstall? Oh mein Gott. Und sammle alle, die du finden kannst. Oh, ist das schön, ey. Da blüht mir das Herz auf. Wo ist mein Pferd? Weg. Ach da. Und jetzt stell dich nicht so... Mann! Nee, ich mag nicht. Ja, doch die andere Richtung. Nee, egal. Nee, ich raste sonst gleich aus bei diesem. Lüge, du stehst nicht an der Brücke. Ich bin jetzt an der Brücke. Ach, warte kurz, lass mich kurz ins Star-Stable gehen. Ich stehe genau vor der Brücke. Hast du die Nägel gefunden, Ilva? Hast du? Toll! Warum siehst du so unglücklich aus? Fast alle waren verborgen. Oi. Was machen wir denn da? Ach, verbogen, nicht verborgen. Wetten, ich darf zum Schmied. Wetten? Ha! Ach, Ilva, wir brauchen unbedingt neue Nägel, um die Brücke reparieren zu können. Mit krummen Nägeln kommen wir da nicht weit. Du kennst dich hier aus, oder? Kennst du nicht jemanden in Molland, der uns mit den Nägeln helfen könnte? Der Schmied? Nein! Kann er wirklich Nägel schmieden? Er kann alles Mögliche schmieden, sagst du. Okay, wir haben wohl keine andere Wahl. Selbstgeschmiedete Nägel
sind sicher genauso gut wie industriell hergestellte. Hey, was zum... Ich verlasse mich auf dich und hoffe, dass alles gut geht. Wir sehen uns. Tschö. Also ich stehe die ganze Zeit hier an der Brücke, aber du bist nicht hier. Nee, irgendwie nicht. Ich lasse mich jetzt abholen und bin jetzt kurz am Stall, laufe zum Schmied und dann laufe ich wieder hoch zur Brücke. Und wenn du da nicht da bist, dann gibt's Ärger. Ist klar. Ja, beweis das mal. Sei gegrüßt, Ilva. Oh. Nägel, du willst ganz normale Nägel haben? Das ist etwas unter meiner Würde. Halt's Maul, mach jetzt. Na gut, ich nehme die Herausforderung an, Ilva. Ich werde Nägel für dich schmieden, damit du die Brücke in die Eintracht-Provinz reparieren kannst. Die besten Nägel der Welt werden das. Es ist mir eine Ehre, die Verbindung nach Jarlaheim und dem Jarvik-Stall wiederherstellen zu können. Hör mir nur zu, Ilva. Das hier werden wahrscheinlich die besten Nägel der Welt. Damit wirst du alles Glückliche zusammennageln können. Das verspreche ich dir. Okay. Übertreib nicht, Mann. Es sind nur Nägel. Um dieses Meisterwerk kreieren zu können, brauche ich jedoch Material. Reite zur Damaskusmine und besorg mir Eisenerz. Komm zu mir zurück, wenn du genug für mich hast. Ich habe ja gesagt, das wird dauern, bis wir hiermit fertig sind. Nicht ins Klo. Genauso ein Eisenerz brauche ich für die Nägel. Toll, mach jetzt. Sei gegrüßt, Ilva. Diese Nägel sind fast fertig. Und die Nägel verallen zu können, brauche ich jedoch noch eine wichtige Zutat. Asche aus dem Garnok-Vulkan? Geh zu meinem Haus, Ilva. Dort steht eine Kiste. Diese Kiste enthält die kraftvolle Asche des Garnok-Vulkans. Dieser Stoff wird meine Nägel von Bauern zu Königin werden lassen. Hol mir bitte diese Kiste, Ilva, und trage sie mit Vorsicht. Es war sehr schwer, diese Asche zu bekommen. Oh. Asche und Garnok, das erinnert mich daran irgendwas. Alter, wie viele Slimes laufen hier rum? Bist du jetzt an der Brücke? Nein, noch nicht. Ich hoffe, ich bin jetzt bald fertig hier. Gut, Ilva, lass uns jetzt die Nägel begutachten. Bist du fertig? Die Garnokasche ist jetzt hinzugefügt, aber damit es die Kraft wirklich entfalten kann, muss mein Feuer heißer sein als je zuvor. Nur wenn es mit der Kraft der Sonne brennt, vereint sich Asche und Eisen und bildet eine starke Allianz. Alles klar. Wenn das Feuer so brennen soll wie die Sonne, dann brauchen wir Brennmaterial, Ilva. Hinter meinem Haus findest du die besten Baumstämme Morlands. Hol sie und leg sie ins Feuer. Wenn das Feuer heiß ist wie die Sonne, dann sind die Nägel für die letzten Schmiedeschlag bereit. Danach werde ich dir dieses kleine Meisterwerk überlassen. Toll. Toll, toll. Toll, toll, toll. Gib mir den Stuff. Wo ist der Stuff? Hier ist kein Stuff. Ich hab gesagt, hinter seinem Haus. Are you kidding me? Yo, Konrad. Wo ist der Stamm denn? Wo sind Stämme? Könnt ihr mich nachvollziehen? Glaubt es mir. Yep. Das wird noch ein Weilchen dauern. Du blitzt dein Pferd mit einem Stamm und reitest in Lichtgeschwindigkeit, in Klammern Trab, die kurze, in Klammern extrem weite, Scheißstrecke, zum Schmied, um das Feuer mit der Kraft der Sonne, in Klammern 30 Grad, zu entfachen.
Leute, das Rennen ist durch. We did it. Nein, 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 nicht Schritt. Nicht auch noch Schritt. Nee. Woohoo! Feuer mit der Kraft der Sonne. Kann ich jetzt Feuer bändigen? Guck mal, Elva, schau dir nur die Nägel an, dieses Meisterwerk, das ich verbracht habe. Benutze es mit Sorgfalt und Geschick. In den falschen Händen könnten diese Nägel großen Schaden anrichten. Ja, ja. Benutze sie auf der kaputten Brücke und du wirst sehen, wie die Brücke genesen wird. Wenn du mehr brauchen solltest, komm zu mir und ich helfe dir. Ich kann jedoch auch billige Nägel an Billy kaufen. Sei gegrüßt, Elva. Benutze die Nägel hier. Oh, wird dann das Loch, das eben aufgegangen ist, nachdem ich die Bretter da schon draufgelegt hatte, wieder aufgerissen, ja? Hä? Lass mich raten, ich darf jetzt auch jeden Tag zu ihm, um neue Nägel zu holen. Der Boden ist auf dem richtigen Weg und die Balken sehen schon sehr stabil aus. Mach mit der Reparatur weiter und wir werden bald mit dem nächsten Schritt beginnen können. Du meinst ich. Der Versiegelung des Bodens. Wenn du mehr Nägel benötigst, kannst du bla 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 bla. Das ist nicht dein Ernst! Das ist nicht dein Ernst! Warum? Hobala. Nägel. Und wo bist du jetzt, ha? Auf der Brücke. Was willst du, Donald? Die Balken sitzen jetzt schon richtig fest, Elva. Weißt du was? Wenn die Brücke wieder ganz ist, werde ich schnell wie möglich nach Jarlaheim laufen. Ich werde nur beim Gasthaus auf der anderen Seite der Brücke halten. Ich frage mich, ob es noch geöffnet ist. Der Zerfall der Brücke muss deren Untergang gewesen sein. Zurück zur Arbeit. Wir müssen mit dem nächsten Schritt weitermachen. Wir müssen die Brücke richtig versiegeln, sodass keine Splitter herausstehen und das Material nicht so anfällig für Kälte wird. Leider können wir nicht direkt weitermachen. Wie sage ich das jetzt nur auf eine gute Weise? Man könnte sagen, dass ich gute und schlechte Nachrichten habe. Again! Die gute Nachricht ist, dass ich extra Geld vom Stadtrat bekommen habe, um biologisches Materialien zu verwenden. Ich hatte deswegen massenhaft umweltfreundliche Fugenmasse dabei. Gut, oder? Leider ist die Fugenmasse jetzt weg. Sie war auf der Ladefläche des LKWs und als ich gerade geschaut habe, da war sie einfach weg. Jemand muss sie gestohlen haben. Warte, siehst du das dort hinten? Das sieht aus, als würde Fugenmasse auf der Erde liegen. Die Tüte muss ein Loch gehabt haben. Das ist eine Spur, Elva. Folge dem Dieb. Aha, Polizist, sind wir auch wieder. Einfach so mit meiner Mama mal zeige. So, die Versiegelung der Brücke. Was? Haben die Vögel die Fugenmasse gefressen? Sie erhielten natürlich einen großen Anteil an Sonnenblumenkernen. Das stimmt wohl. Aber das war noch ein ganzer Sack. Wie konnten sie damit wegfliegen? Es waren viele Vögel, ja? Einige Vögel sind schlau, das ist ja bekannt. Sie müssen zusammen mit dem Sack davongeflogen sein. Willst du mich jetzt auf den Arm nehmen? Hört sich schon recht komisch an, findest du nicht? Ja, ja, jetzt können wir nichts daran ändern. Das bedeutet, dass ich mein geliebtes Jarlaheim nie wiedersehe. Ja, wie kann ich nur diese Fugenmasse zurückbekommen? Mi. Gibt ja auch keine neue mehr. Nee. So, jetzt habe ich keine Idee mehr. Wie soll ich denn nach Jarlaheim kommen? Aus meinem Fenster konnte ich die Pferde des Jorvik-Stalls wie anhören. Es wäre so schön, wenn ich sie noch einmal hören könnte. Schwimm. Was? Du hast dich um die Fugenmasse... Du kannst dich um die Fugenmasse kümmern? Angst. Wie denn? Frau Holzworth? Nein, sie kenne ich nicht. Echt jetzt? Die Frau Holzworth soll da raushelfen? Sie kennt sich mit biologischen Produkten aus? Okay.
Ich weiß ja nicht, aber was bleibt uns schon anderes übrig? Wenn du das für eine gute Idee hältst, dann reite los und frag sie. Viel Glück, Elva. Aha. Diese Frau ist quasi eine Hexe. Alter, was die Frau nicht alles schon für mich gemacht habe, müsste der eigentlich so einen Kuchen spendieren oder so. Oh, die... Biologische Fugenmasse, habe ich zwar noch nie gemacht, hört sich aber spannend an. Machst du, ne? wir kochen also Fugenmasse, um die Brücke zwischen den Niemasshochland und der Erntefeldprovinz zu reparieren. Es wäre ja schon toll, wenn man wieder zum Jorvik-Stall reisen könnte. Ich habe hier ein Rezept meiner Großmutter, mit dem man wunderbare Fugenmasse machen kann. Aha, in meiner Familie wurde es als Fugenmasse und als Brotaufstrich benutzt. Es schmeckt einfach zu gut. Okay. Es klebt allerdings sehr stark. Da es sich um ein Familienrezept handelt, darfst du niemandem davon erzählen. Wir brauchen einige Zutaten für die Masse. Ich habe ein paar der Zutaten zu Hause, den Rest finden wir draußen in der Natur. Die Pflanzen, die wir benötigen, wachsen alle in Moorland. Das ist schön. Was brauche ich denn? Achso, alles was glitzert, okay. Ist dir gerade mal was aufgefallen? Was denn? Wir benutzen es als Fugenmasse und Brotaufstrich. Ja, okay. Es klebt ganz schön. Wie haben die das dann runterbekommen? Ja, schlucken. Marmelade klebt auch, aber kannst du ja trotzdem... Stell dir mal vor, das klebt dir die Speiseröhre zu und du kannst nichts mehr essen oder so. Du erstick. Weil Pech! So ein bisschen lila Blumen, ein bisschen gelbe Blumen, ein bisschen... Da hinten der Satz. Ein bisschen blau und lila. Pinke Blumen. Ey, woran erinnert dich das? Sona. Ja. Was haben wir hier? Blaue Blumen. Kladderadatsch gegen die Wand. Das musste ja, das war wichtig fürs Rezept. Aha. Fehlt du noch. Du musst noch öfters Blumen. Fehlt Suchen. Noch. Ach, da. Nochmal lila. Ich habe Blumen gesammelt. Gut, Ilva, das ist wird super. Dann fangen wir mal an. Hau rein. Wie das duftet. Das ist das Gebräu, das gerade in meiner Küche köchelt. Jetzt brauchen wir nur noch ein paar Zutaten. Dann sind wir fertig. Zuerst brauche ich eine Tonne mit Hafer. Eine Tonne! Wow. Ich brauche nicht alles auf einmal. Oh! Jeden Tag ein bisschen. Lass mich raten. Aber es ist eine große Brücke, also glaube ich, dass wir recht viel Fugenmasse brauchen. Im Mollandstall gibt es massenhaft Hafer und Thomas hat gesagt, dass ich so viel haben kann, wie ich will. Reite hin und hole mir eine Tonne Hafer. Okay. Komm zu mir, wenn du das Hafer hast. Viel Glück. Ey, Gold Pumpkin, kannst du eine Tonne tragen? Ja, ne. Ja. Nein, nicht eine Tonne an Gewicht, sondern eine Tonne, wo was reinkommt, voll mit Hafer. Nein, eine Tonne Hafer. Hey, wie komme ich denn jetzt hier? Oh, voll der Umweg. Kacke. Pech. Oh ne, hier steht ja schon eine Tonne Hafer. Hör damit. Hey, mal quer um den Moorlandstall rum. Jetzt bin ich schon wieder einen Umweg geritten, ne? I don't like this race. Whatever. Frau Holdy-Birdy. Sehr gut, Ilva. Jetzt haben wir ausreichend Hafer. That's cool. Jetzt ist der Hafer gut eingekocht und es riecht schon richtig gut. Nun ist es an der Zeit, die wichtige Zutat hinzuzufügen. Die Klebewurzel. Ohne die Wurzel würde die Masse nicht halten. Klebewurzel ist hier im Moorland sehr verbreitet. Es sollte also nicht schwer für dich sein, sie aufzutreiben. Vor allem die Wurzel ist wichtig und nicht die Pflanze an sich. Die Wurzel kann tief in der Erde sitzen. Sei also...
Also vorsichtig, dass sie nicht abreißt. Falls die Wurzel doch abreißt, musst du eine neue suchen. Komm zu mir, wenn du genügend gesammelt hast, sodass wir mit der Fugenmasse weitermachen können. Also nee, ihr müsst beide schon an der richtigen Brücke sein. Nicht schlecht, Ilva. Das wird dir Fugenmasse perfekt machen. Mhm. Warte, ich mische alles zusammen. Super perfekt. Das wird die Brücke fest zusammenhalten und es reicht noch für ein Butterbrot. Hier ist ein Fass mit Fugenmasse, das du für die Brücke benutzen kannst, Ilva. Komm morgen wieder, wenn du mehr brauchst. Falls du nicht länger bla bla bla. Ja, ich weiß.